Da oben auf dem Berg befindet sich ein altes Sanatorium. Ich glaube, das könnte durchaus eine sehr, sehr gruselige und spannende Nacht werden. Alter! Boah, ich sehe das Ende nicht hier. Hallo? Wir warten jetzt mal ab und gucken, was die machen. Eine Nacht im verlassenen Sanatorium. Mama Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Paul ist mit am Start und wir stehen hier mit den Autos, wie ihr sehen könnt, schon an so einer kleinen Passstraße, an so einem kleinen Hang nach oben. Da oben auf dem Berg befindet sich ein altes Sanatorium. Ist ein sehr, 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 sehr altes Gebäude, gibt es auch einige Spukgeschichten drüber. Und wir wollen einen kleinen Overnighter starten mit den Autos im Schnee oben bei diesem alten Sanatorium. In dem Sinne, auf geht's. Leute, ich glaube, das könnte ziemlich unheimlich werden heute Nacht auch. Parkplätze sind eingenommen, hier direkt vorm Gebäude. Es wird auch langsam schon ein bisschen dämmerig. Wir sind wieder spät dran. Und vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema, naja, hier geschehen komische Sachen. Wir haben es gerade schon wieder gemerkt, hier waren ein Haufen Leute kurzzeitig. Und das war damals schon so, dass sich alle erzählt haben, dass hier teilweise abends so schwarze Messen abgehalten werden. Und du hast es damals schon erzählt, ganz, ganz komische Leute hier rumlaufen. Ich hatte sogar eine Story davon. Du hast damals mit den Kutten erzählt, ja, ne? Dass hier 10, 12 Leute mit Kutten und, ja, Kerzen in den Händen. Das hast du gesehen. Durchgelaufen sind. Da vorne übrigens steht ganz einsam sogar auch noch ein Auto, wo wir keinen Plan haben, zu wem das gehört. So, aber als erstes wird das Dachzelt aufgeschlagen. So Leute, Schlafplatz ist schon mal am Start. Dachzelt ist aufgebaut. Einmal ganz kurz. Zack, so sieht das bei mir aus. Ja. Und ich zeige nochmal ganz kurz Pauls Schlafplatz hier für heute Abend. Bei Paul, ja, sieht es so ähnlich aus. Auch sehr gemütlich. Also, ich glaube, das könnte durchaus eine sehr, sehr gruselige und spannende Nacht werden. Und wir werden später natürlich auch wieder die Wildkamera platzieren. Vielleicht irgendwo vorne am Eingang, weil es gibt nur einen Weg diesen Berg hoch. Das heißt, wer hier hoch will, muss diesen Weg nehmen. Und falls jemand in der Nacht auftaucht, den wir vielleicht nicht wahrnehmen, weil wir schlafen, dann haben wir den auf der Kamera. Also Leute, bevor wir jetzt reingehen, Paul, was haben wir jetzt noch am Start? Wir haben jetzt hier Knicklichter, uns extra mit einer Kordel angebracht. Also einfach eigentlich nur für die Optik, weil es cool aussieht. Genau. Und falls einer verschollen geht. Oder man kann auch sagen, wenn plötzlich da drin jemand ist, der kein Knicklicht umhat, dann sollten wir ganz schnell die Beine in die Hand nehmen. Nur jetzt weiß er das. Jetzt hat er es vielleicht gehört und hat sich ein Knicklicht schon besorgt. Ja, das hat er sich da drin noch besorgt. Ich bin Team Pink. Auf geht's. Kleine Erkundungstour übers Gelände hier, würde ich sagen. Dieser Bogen hier, ne? Allein der erinnert mich wie an so eine Psychiatrie aus dem Film, weißt du? So. Du musst durch diesen Torbogen quasi aufs Gelände reinfahren. So sieht das irgendwie
aus, ne? Die Erzählung aus so einem Film, so eine Drohnenfahrt, so eine lange Straße und dann irgendwann kommst du an diesem Haus an, fährst noch einmal durch so einen Torbogen durch und bist dann auf dem Gelände. Genau so. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Also viel erwarten an irgendwie Einrichtungen oder so wird uns definitiv nicht. Es ist halt mehr so eine Ruine, ne? Aber dazu muss man sich vorstellen, dass es wie gesagt ein Sanatorium, Lungenheilstätte, sowas war, ne? Und das ist schon irgendwie gruselig. Dieses ultra alte Gebäude, mitten im Wald, oben auf einem Hügel, jahrelang verlassen, ellenlange Gänge. Oh, da kriegst du so einen Schauder, wenn du hier reinläufst, ohne Mist. Jetzt stell dir mal ganz kurz noch vor, wie hier damals das Personal die langen Gänge langgelaufen ist, in Kitteln, ja. Weiße Kittel, ja. Mit so einer Mütze auf, richtig alt, so weißt du? Ja, ja, so war das ja auch. Durch hier. Zu den Patienten hin und her, hier war reges Treiben. Oh, und so ein beißender, uralter Geruch von diesem alten Desinfektionsmittel, ja, was du hier hast. Alter, ewig langer Gang. Es geht da hinten um die Kurve selbst noch rum. War hier nicht sowas wie OP-Abteilung oder so? Stimmt. Stimmt. Komm direkt rein, oder? Wir sneaken uns jetzt mal ganz unauffällig im Tarnmodus hier mit rotem Licht hinterher. Vielleicht sind das ja tatsächlich die Leute, denen das Auto da gehört. Also allgemein jetzt hier mit rotem Licht rumzurennen, ist ja mal ultra ekelhaft. Ja. Ist ja nicht viel. Da hinten ist Licht. Was gehört? Da ging eine Tür auf. Da hinten seht ihr die Lichter vielleicht von denen. Das ist ganz leicht, ne? Ja. Aber das sind tatsächlich die von dem Auto, wo die aber plötzlich herkommen, ne? Ich hab grad nicht gedacht, die wühlen im Dachzelt oder so. So hat sich das angehört. Wir warten jetzt mal ab und gucken, was die machen. Ich würde sagen, fürs erste Entwarnung. Ei, nee, nach oben sollte man nicht. Nee, die Etagen sollte man hier definitiv auslassen. Guck mal, da hat sogar schon reingeschneit richtig, ne? Ja. Ja. Krass, da siehst du sogar Fußspuren, guck mal. Im Schnee. Ah ja, da sind Leute rein. Wie auch immer wieder so ein leichter, kalter Windzug durch die Fenster kommt, ne? Komplett, ne? Ja. Ja. Immer wenn du daneben langläufst. Vor allen Dingen jetzt mit dem Schnee und es ist so still, ja, hier. Ja. Du hörst aber draußen die Bäume wehen. Die hörst du ein bisschen. Weil wir auch ein bisschen auf dem Berg sind. Ja. Okay, hier geht's runter. Uff. Nee, ja. Alter. Nee, da geht's nicht mehr runter. Weißt du, an was mich das so erinnert? Das sind immer so, wie in Videospielen, diese Häuser, die keine Treppe haben, ja, weil oben wurde die Map nicht, ja, gemacht. Ja, das ist Map-Ende, da darfst du nicht weiter. Hier ist Stopp. Alter, du dummes Stück. Wo hast du das denn jetzt her? Hier sieht es gleich anders aus. So im Holzdurchgang. Ja, jetzt sind wir quasi im Keller, ne? Ja. Das ist der, ja, Keller. Da wurde mal zugemauert, guck mal. Da wurde irgendwie externe Mauer reingezogen, oder? Das sieht neuer aus. Leute, also es gibt auch... Oh, guck mal, hier geht's gleich nach draußen. Es gibt übrigens so ein paar Gerüchte über dieses Gebäude, dieses Gelände hier. Dass hier auch ab und zu mal, wie gesagt, so schwarze Messen abgehalten werden und dass hier teilweise auch so illegale Geschäfte ablaufen. Oder abgelaufen sind. Deswegen, naja, man hat ja schon so einiges gesehen oder gehört. Würde ich mich gar nicht wundern, wenn diese Mauer hier vielleicht von irgendwelchen Leuten reingezogen wurde, die hier irgendwie was Illegales gestartet haben. Also man hat ja schon die wildesten Sachen gehört.
Ach, das sind die Räume hier, ne? Das sind die OPs. Richtige OP-Räume? Richtige. Ja, auch diese Leisten, ne? Da sind irgendwie Steckdosen oder so drin lang. Und da standen dann Betten vor, schätze ich mal. Wie war es der Aufwachraum hier oder sowas? Ja, theoretisch, also kann sein. Mhm. Hier sind noch richtig die Halterungen, das waren tatsächlich echt OPs. Und hier anscheinend, das war bestimmt mal so ein Eingabefeld. Das kann sein, das ist sogar noch bewegbar. Kannst du sogar noch bewegen. Und auf der anderen Seite hier nochmal das gleiche. Und da? Medizinschrank. Ja, safe. So ein richtig altes Ding, ne? Ja, diese alten Neonlampen. Kann man sich nicht vorstellen, wie die hier gebrummt haben und geflackert haben. Ja, wenn die so angehen. Ding, 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 ding. Und dann waren sie irgendwann an. Ja. Guck mal hier. Das ist die Tapete, ne? Ja, das ist die Kabine. Das haben sie ja auch in den alten Kasernen gemacht. Dass die quasi, hier sieht man das noch. Ja. Außen, hier, außen Blumentapete. Ja. Und dahinter zum Isolieren, weil es billig ist. Zeitung. Ja. Da kannst du also quasi nochmal die Zeitung, naja, die Tapete abreißen und Zeitung lesen. Da steht sogar irgendwas von DDR, glaube ich. Aber ich sehe leider kein Datum. Tatsache, DDR-Jugend. Wir haben gewarnt, französische Volk kämpft weiter. Alter, mich würde mal ein Datum interessieren. Was denn für ein geheimer Raum? Ich denke mal, da kommst du so auch rum, ne? Hier rum. Boah, allgemein jetzt richtige Katakomben hier. Ja. Boah, Alter, bist du eklig. Junge, ich habe gerade gedacht, dass dieses nicht von dir kommt. Bist du denn völlig irre? Alter, ich habe gerade so einen Schock gekriegt. Ich dachte, du gehst einfach und dann höre ich das so stöhnen. Heizungskeller. Nie ein gutes Zeichen. Meistens in so einem Horrorspiel sind da die Schocker. Das sind die Endgegner. Ja, ja, im Keller kommt der Endgegner. Alter! Boah, hier liegen einfach so Kinderfotos. Das ist ja super krank. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Um Gottes Willen. Alter, umgekippter Schrank. Boah, und hier geht's jetzt richtig in die Katakomben. Ja. Irgendwelche kleinen Gänge entlang. Boah, ist das ekelhaft. Was ist denn das für ein Ekelgang hier? Iiii! Das ist ein richtiger Kriegskeller hier. Boah, ganz, ganz unwohl wird einem da hier irgendwie. Alles so kleine Räumchen. Ja. Ohne dass man so richtig sieht, was vor einem ist. Boah! Boah, ich sehe das Ende nicht hier. Ach du Schande. Hallo? Da geht's, nee, da geht's raus. Okay. Was hast du? Ich hab richtig Hunger. Ich hab auch mega Hunger, ey. Wir sollten langsam was kochen. Ja, würde ich auch sagen. Ein Feuerchen machen, irgendwie wäre cool. Ja, Leute. Da vorne stehen die Autos. Und jetzt werden wir definitiv ein kleines Feuerchen machen. Und was kochen. Oh Leute, übelster Fail, mein Mikrofon war die ganze Zeit einfach aus. Also nochmal, wir haben jetzt ein kleines Feuerchen gemacht, wir haben was Leckeres gekocht. Heute aber mal ganz einfaches Gericht hier, Nudeln aus der Dose. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, lassen wir uns das schmecken. Mahlzeit. Gegessen. Jetzt haben wir noch hier eine kleine Fackel am Start. Und haben ein paar geile Bilder gemacht. Und dazu zeige ich euch einfach mal ganz kurz, was wir hier aufgebaut haben. Bam! Ja, die Autos, Lichter angemacht, paar Fackeln aufgestellt, natürlich nur außerhalb des Gebäudes. Das ganze Gebäude, die ganze Heilstätte hier angestrahlt. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Wie so ein Filmset. Sehr, sehr heftig. Also atmosphärisch komplett geisteskrank. Wer die Bilder mal abchecken möchte, einfach auf Instagram vorbeigucken. Verlinke ich. Ersten Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man hier jetzt wirklich nur mit Fackellicht durchgeht, Leute.
ultra krank. Wir laufen jetzt einfach über dieses alte, verlassene Gelände, mittendurch die Ruine. Die Wände flackern im Licht der Fackel. Alter, ist das krass. Eine Nacht im verlassenen Sanatorium. Die Wildkamera ist jetzt übrigens auch angebracht, und zwar da vorne am Baum. Man sieht es vielleicht ein bisschen, direkt auf den Weg zeigend. Mach mal das Licht aus. Da, jetzt sieht man es. Okay, die Kamera nimmt sogar so, hat es sogar so wahrgenommen. Dieses kleine lila Licht, was da gerade war, hat gezeigt, dass es ausgelöst hat und ein Bild gemacht hat. Das nimmt man mit dem Auge halt nicht wahr, aber mit Kameras kannst du es wahrnehmen. Zack, da hat sie ausgelöst. Oh, so Leute, im Schlafsack im Dachzelt angekommen. Paul ist ein Auto weiter. Hier, da bin ich. Ah, hallo. Da ist der Paul. Ich wünsche dir eine gute, gute Nacht. Ich wünsche dir auch. So sieht das Ganze hier drinnen aus. Ich glaube, meine Linse beschlägt ein bisschen. Zack, Lichterkette am Start. Richtig schön gemütlich. Und in dem Sinne wird der Sack jetzt auch zugemacht. Es ist wieder relativ frisch draußen. Ich glaube, -3 oder -4 Grad. Falls in der Nacht noch was passiert, melde ich mich natürlich wieder. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen, Leute. 8:30 Uhr, ich bin gerade aufgewacht. -3 Grad aktuell noch und es schneit ein bisschen. Pauls Dachzelt, richtig schön weiß von oben. Ja, auf den Dächern wieder ein bisschen mehr Schnee. Die Nacht war relativ ruhig. Ich glaube, ich habe fast durchgeschlafen, muss ich sagen. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Mal wieder ein kleiner Overnighter im Schnee mit den Autos im Dachzelt zusammen mit Paul. Schaut doch gerne auf seinem Kanal vorbei. Und wenn ihr weitere Ideen oder Wünsche habt, wo wir mal pennen sollen, sei es mit den Autos oder zu Fuß, ganz egal, dann haut sie auch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. But don't get left behind on the road.